Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und dürfen direkt nochmal kämpfen. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgucken müssen, wo das Albed-Lexikon ist, das hier noch sein sollte. Nein! Da kümmert sich nämlich Lulu drum. Sag mal, der will's aber auch wissen hier. So, hoffen wir mal. Oh, Titus schläft nicht, das ist gut. So. Statusveränderungen sind halt schon sehr uncool und so. So, jetzt ist mal hier nochmal kurz zurück. Ich meine nämlich, dass ich das Teil, das ich suche, müsste hier sein. So, und da müssen wir jetzt mal irgendwie hinkommen. Ah, so rum kommen wir dahin. Alles klar. Oh. Okay. Jetzt wird's problematisch. Ein bisschen. Oh, und ich muss gleich gießen. Das ist auch problematisch. So, erstmal du. Eieiei. So, jetzt. Vielleicht kriegen wir zumindest mal einen noch platt dann. So. Nehmen wir einen Kilmarima dazu. Ah, bitte nicht zu viel schlafen. Na toll, das fehlt alles. Okay. Nein, da hat es gelangt. So. Dann halt nochmal. Nee, den müssen wir nochmal blind machen. So. Jetzt müssen wir nur noch draufhauen. Juhu. So. Tja, hat nicht funktioniert, mein Freund. Oh, und ich glaube, jetzt kann er wieder. Ah, den kriegen wir klein. Sag ich doch. Komm, Namus!
So, ihr könnt mir ja mal noch in die Kommentare schreiben. Warum bin ich das letzte Mal da hinten nicht lang gegangen, ich Idiot? Naja. Macht jetzt keinen Unterschied. Schon wieder so viele tolle Freunde. Ich habe einen Plan, Lulu. Ansonsten wärst du nicht hier. Nein, den wollte ich doch eigentlich gar nicht. Oh Mann, sind die fies hier. Okay. So, ich glaube echt, wir müssen es nachher mal ein bisschen hochleveln dann. Ich riskiere es. Und schaffe es sogar. So. Ah ja, wenn wir jetzt schon hier sind, sollten wir vielleicht auch einfach mal die... Wo wollte ich mit der dann hin? Ah, die muss dann da unten rumlaufen. Alles klar, okay. So. Mit dem können wir direkt bis hierher laufen. Wo wollte ich mit dem jetzt hin? Moment, ich muss erstmal... Ah, okay, hier oben ging es dann weiter. So, 5 Sphero-Level. Okay, das lohnt sich. Was ist das hier? Glück ist das. Ah, okay. So, Yuna darf sich dann auch noch mal ein bisschen bewegen. Bis hierher, beten wird erlernt. Unser letzter Ability-Spheroid, yay. So, ich wusste doch, dass wir jemanden vergessen haben. So, wir müssen einmal bis nach hier.
So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, gut. Jetzt können wir ja hier nach oben. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Das ist ja ein netter Aufzug. So, einmal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Mich vor allen Dingen dabei komplett einsauen. Oh, das habt ihr nicht gesehen. Also, das habt ihr nicht gesehen, aber, na egal. So. Wo sind wir denn? Oh Gott. Wow! Kanonen! Also, Leute, bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Nummer hier funktioniert. Waka, was tust du? Au, das tut weh. Das hätte ich aber vorher sagen können. So, ich würde mal sagen, da sind jetzt ein paar, Oh, wer bist du denn? Kann man da was tun? Nee. Hier ist es so ruhig. Dann sind aus dem Meerdorf, werden wir mit dem Kanonenfeuer festnageln. In dem Moment, in dem wir sind, stehen bleibt, pusten wir ihn mit den Albed-Maschina weg. Ich fand Sinn. Hey, ja, wir haben schon mal ein paar Worte verstanden davon. Gibt es hier noch was Spannendes? Auf jeden Fall mal keine Kämpfe, das ist schon mal viel wert. Ich müsste mal irgendwo gucken, welche Albed-Lexika ich jetzt habe oder ob ich irgendwelche vergessen habe. Vielleicht könnt ihr mir ja auch in die Kommentare schreiben, wie ich das sehen kann. Oh. Ist es jetzt soweit? Ja, du sprichst mir eigentlich aus der Seele. やめようよ。もう無謀な作戦かもしれない。教えに背いてるかもしれない。だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんな真を倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない。そう思わない？ あったよ。でもな、 俺は機械を認めない。教えに反することは認めない。召喚士様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノク老神もいらっしゃいました。キノク様もですか？はい。ユーナ様もお急ぎください。 So, okay. Das heißt, wir können jetzt hier vorne noch ein bisschen mit denen hier quaken und dann mal gucken, wo wir hinkommen. Bis zur Minenoffensive Sixer Spira sind wir hinter der Bürgerwehr. Heute werden wir Sinn besiegen. Jawohl. Die wievielte Ansprache auf Anfass? Die fünfte? Nein, sechste. Aha.
Ah, gut. Wer bist du? Ah, okay. Was will der mit dem Knirps hier? Oh mein Gott. Okay. Nein, da will ich mit mir reden. Okay. Welcher? Ah, das ist unser Kumpel. Über die Kanonen, ja? Diese Kanonen haben uns die Albed umsonst zur Verfügung gestellt. Ich habe sie gehasst, aber jetzt denke ich anders über sie. Mit diesen Kanonen können wir sehen, aus der Entfernung ein Sie überbraten. Die Chocobo-Ritter? In die Chocobo-Ritter werden nur die Besten aufgenommen. Neben Reitkünsten gilt die Kampfauszeichnung als Voraussetzung. Zurzeit ist Captain Lucille diejenige mit dem höchsten Rang. Aber ich frage mich, wie Glasgow es zum Chocobo-Ritter geschafft hat. Naja, kommt blenden mit den Chocobos aus, aber... So, und dann noch die Offensive. Die Offensive wurde anhand von Daten über die Verhaltensweisen Sinns geplant. Sinn hat die Eigenschaft, dort aufzutauchen, wo sich seine Schuppen befinden. So haben wir von überall Sinns Schuppen gesammelt und benutzen sie als Köder. Dann versetzen wir Sinn mit dem Machina den Gnadenstoß. So lautet unser Plan. Die Aufgabe der Bürgerwehr besteht darin, Sinn anzulocken und aufzuhalten. Ich finde es zwar nicht fair, den Albert die Beute zu überlassen, aber wenn wir so Sinn loswerden können, ist alles andere egal. So, und ich glaube, hier sollten wir speichern. Ah, guck mal da. Ja. Okay, was haben wir denn Hübsches? Ein Perlenring für Zauberabwehr? Ja, der ist schlechter als das, was wir haben. Schlafschutz bringt uns, glaube ich, auch nicht so viel. Was hat er an Items da? Da mal wenig bin. Oh, Goldnadeln. Goldnadeln sollte man mal direkt nochmal mindestens 20, eher mal 25 kaufen. Weil ohne die wird's echt uncool. So, und jetzt speichern wir einmal ab, weil ich habe das Gefühl, es wird hier irgendwas ziemlich Uncooles passieren. So, dann haben wir hier den letzten Speicherpunkt. Ja, den überschreiben wir einfach. Okay. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge dann mal gucken, wie das mit der Offensive funktioniert. Und ja, mal schauen, wo wir dann da wieder bleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!